Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir befinden uns hier mit der feuchten Ciri und Rittersporn in der Vergangenheit. Also feucht, weil es regnet ja, ne? Voll, ne? Und so. Sieht ja. Regen, nass. Okay, Rittersporn steht hier und ich muss jetzt aufs Dach. Das ist jetzt die Geschichte, die Ciri mit Hurensohn erlebt hatte. Ich freue mich mal wieder, Ciri zu sehen hier. So, dann sind wir auch schon mal wieder runtergesprungen, weil ich gucke ja halt sehr gerne zu beim Leitern klettern. Jetzt da. Kreistaste war es nämlich. Haha. Okay, hier lang. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Das ist doch cool hier. Dass man mal auf die Dächer rauf kann. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Aufpassen, dass man bei dem Regen, weil sie hat ja auch immer diese hochhackigen Stiefel an, dass man da nicht hier vom Dach rutscht. Und da kommt auch der Mond hinter den Tempel hervor. Sehr schön gemacht. Hier ist der Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Erstmal gucken, ob die Tür auf ist. Abgeschlossen. Hätte ich nicht hier runtergehen müssen? Aha, das Fenster ist offen. Sneaky, sneaky. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Moin. Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe auf dich gewartet. Hat Hurensohn da schon mal schön in die Schnauze gekriegt. Ah, das Teleporten. Erstmal wieder schön dran gewöhnen hier. Blitzangriff. Was? Halte R2 gedrückt, um einen Überraschungsangriff gegen bis zu 5 Gegner zu starten? Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto größer ist der Wirkungsbereich deines Angriffs. Was hat sie denn jetzt schon wieder für Sachen drauf? Boah, voll cool. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Boah, sein Mundwerk. Du bist doch hier, du Hurensohn. Puh, zack, zack, zack. Wo ist Teufels Schatz? Ich schlitz dich auf, du kleine Energie, Hure. Energie, setze Cirillas Spezialkräfte ein. Nimmt Energie ab. Ja, hab ich schon gemerkt. Zack. Schäbige Notte. Wo ist Teufels Schatz? Wischt man sich so eine Fähigkeiten auch für den Hexer, ey. Ich habe aber erst gerade mal wenig Leben hier. Weil er mich doch ein bisschen oft trifft. Und weg. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Ich lasse ihn vorher mal durch den ganzen Raum laufen, ja. Und nochmal. Jawoll. Ich bring dich um. Auge um Auge. Genau, gib's ihm. Der kleine Dodo. Hey, Dodo. Dodo, der Halbling. Oh oh. Sie kommen. Dodo, hör zu. Wir machen es so. Ich denke, da ist Dodo und nicht Dudu. Dudu? Ah! Schnapp die verdammte Hure! Weil du alleine wieder, ne? Nicht auf die Reihe bekommst hier. Okay, machen wir jetzt nochmal den Angriff gegen mehrere Gegner. Sieht bestimmt cool aus. Lauf, du Feigling! Oh, was hat er denn mit seinem Gesicht gemacht? Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Na los! Holt euch das Luder!
Wieso regeneriert sich mein Leben so schlecht? Ja, da ist mich down. Ich habe von Hurensohn so viele Schläge kassiert. Wenn man wieder nicht aufgepasst hat. Siri kann ja keine Tränke und sowas nehmen. Die hat ja ihre eigene Lebensregeneration, wenn man diese Geschichtssequenzen spielt. Da kann sie ja nicht auf das Inventar zugreifen. Da muss man aufpassen, wenn da nicht getroffen wird. Habe ich nicht. Aber dass sie noch verschiedene Fähigkeiten noch dazu lernt, dann ist interessant gemacht. Mal gucken, ob sie später noch mehr kann. So, mal gucken, wo wir jetzt starten nach dem Laden, ob wir Hurensohn auch nochmal angreifen müssen. Oder ob es einen Checkpoint gab, ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall lädt er wieder lange. Wie man diese Ladezeiten übrigens umgehen kann auf der PS4, nicht sterben. Dann muss man nicht so lange laden. Schlagt ihn! Tötet ihn! So, weiter geht's. Los, na los, holt euch das Luder! Weg, weg. Ausweichen. So. Beide angreifen. Sehr schön, einer ist weg. Das war's. Jetzt bist du dran. Bin ich gegen ihn? Geportet. Das geht auch. Ich dachte, man portet durch die durch, so wie jetzt. Jawoll. Weg mit dir. Okay, looten brauche ich die nicht. Bin ja eh gleich wieder weg. Ich glaube aber, da kommen noch mehr, oder? Ja, da kommen noch mehr. Flieh aus Hurensohns Junius Versteck. Kann ich nicht einfach wieder hoch? Ist wahrscheinlich zu hoch. Ne. Mal gucken, wie hoch die Wände klettert. Ich muss hier rauskämpfen. Da oder hier? Ne, hier ist doch viel schöner. Das ist das Treppenhaus, oh mein Gott. Wow. Ich ist mein Leben wieder voll aufgeladen. Hey. Okay. So. Komm her, du Schwertvogel. Na? So, schön in den Rücken schlagen hier. Da hilft dein Schild auch nicht. Da ist die Treppe. Und natürlich noch mehr Hurensohne. Weg! Hat er mich wieder erwischt, noch bevor ich wegteleportieren konnte. Wow, da sind viele! Immer wenn ich gegen das Schild schlage, dann wird sie langsamer. Die bleibt dann kurz stehen. Muss ich aufpassen. Weil sie nicht so kräftige Schläge hat, wahrscheinlich wie Geralt oder so. Da sind die mit dem Schild echt nervig. Dann wurde ich wieder getroffen beim Teleportieren, ey. Da. Ich darf nicht gegen das Schild schlagen bei denen. Zack, und in den Rücken. Sehr schön. So, Leben aufladen, bevor ich weitergehe, glaube ich. Draußen sind bestimmt noch mehr, oder? Ich warte mal kurz. Gehe auf Nummer sicher. So, jetzt reicht's. Na nee, das war schon die Sequenz. Och, schade, Mann. Immer so kurz mit Ciri. Vielleicht sieht man sie ja öfters, wenn wir sie mal gefunden haben. Aber ich glaube nicht, dass sie noch in Novigrad ist. Ich glaube, die hat das schon verlassen, die Stadt.
vielleicht finden wir sie ja dann in Skellige oder so. Da müssen wir auch noch hinfahren mit dem Schiff. Auf die Inseln. Sie so ist Geschichte. Ist es gewesen. Ja, das war's. Das ist die Wahrheit. Und was ist mit Dudu passiert? Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der arschblonden Frau passiert? Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Ist das alles? Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich will mir an dich die Hände nicht schmutzig machen. Du musst sterben. Ach komm, ey. Den vermisst doch keiner, ey. Der hat hier die ganzen Frauen auf dem Gewissen. Ich bin Judge Dredd. Die Sitzung ist geschlossen. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! So. Guck dir das doch mal an hier, wie der hier gehaust hat. Was der für... Die ganzen armen Damen hier, alle abgeschlachtet. Sorry, ey. Das ist ein Monster. Den kannst du nicht weiter rumlaufen lassen. Und ich muss Monster töten. Ich bin Hexer. So, weg mit denen. Was looten hat er nicht mehr? Erzähle Priscilla von deinem Gespräch mit Hurensohn Junior. Haben wir auch noch einen Brief. Notizen von Balton Dubis. Rat an meine wertvollen Kollegen. Übernehmt niemals die Reparatur eines Phylakteriums, es sei denn, ihr seid an schlaflosen Nächten interessieren. Okay, ein Phylakterium repariert? Wollte da jemand Kontakt mit Marion aufnehmen? So, erstmal wieder hier raus aus dem Anwesen. Hier war doch irgendwo eine Tür, ne? Dann geht's ja nicht raus, oder? Dann konnte man hier raus. Indem man durch das Gebäude durchging. Nee, ne? Nee. Wie bin ich denn letztes Mal hier reingekommen? Liegt gerade schon wieder ein paar Tage her. Hier ist die Tür. Juhu! Ach. Erwarten die mich hier draußen schon? Nö. Noch mehr Wachen. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Oh, ich wollte gerade zu Priscilla gehen. Jetzt will Radovid seine Schuld einheimsen. So früh? Ja, der ist so paranoid, der Typ, ey. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Okay. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Mhm. Ich brauche eine Heimat. Geh morgen. Das ist mein Zuhause, ey. Such König Radovid auf. Ja. Ich werde ja gezwungen dazu. Ich kann ja sie gar nicht aussuchen. Er spielt immer noch Schach. Oder schon wieder. Da bist du ja. Ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt.
Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Eine Zauberin, aber Philippa? Ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Lebend? Und was macht ihr dann? Oder was macht Philippa hier? Philippa Eilhardt? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhardt ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Ein persönlicher Rachefeldzug, wenn man das so sieht. Ein Magier hätte größere Erfolgsaussichten. Ja. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt. Aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtskönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhardt, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankerwilz und Philippa Eilhardts Plan. Du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhardt. Klingt auch auf jeden Fall interessant, die Quest. Freue mich drauf. Okay, finde einen Stift nach Skellige. Nö. Ich muss jetzt noch zu Priscilla gehen und so. Philippa Eilhardt. Charakterinformationen, Radovid. Der Gestrenge? Ja. Er schlägt gerne über die Stränge her. Meistgesuchte Frau Redaniens. Das ist die neue Quest. Und noch ein Eintrag? Nein. Okay. Ach, guck mal, ich kann hier auf dem Schiff nicht mal auf mein Inventar zugreifen. Weil die sonst Angst haben, dass ich meine Waffen wieder ausrüste. So, Reisestil Skellige. Graf Reuvens Schatz. Triff. Ah, guck mal, Triss muss ich noch zur Mitternacht treffen. Und hier ist das da. Erzähle Priscilla von deinem Gespräch mit Hurensohn Junior. Ach guck mal, das andere ist nur eine Nebenquest, oder? Auf der Fährte, geh nach Faröer und such Hammond. Ist das nicht. Das ist in Skellige drüben, ne? Ja. Die meistgesuchte Frau Redaniens, da ist es für Stufe 12. Dann habe ich noch Auge um Auge. Triff Roche in seinem Lager. Ach ja, mit Vern und Roche muss ich auch noch wieder sprechen. Da habe ich auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Die Hexaufträge sind alle richtig hoch. Wobei hier unten ist. Ne, hier unten sind 13 und 15. Da schließe ich aber erstmal wieder die 12er Aufgaben ab. Aber jetzt erstmal Hurensohn Junior Quest abschließen hier. Nach diesem Gelage in der da muss ich lang. Ich muss erstmal hier wieder runterkommen. Damit ich meine Waffen wieder bekomme. Deine Waffen. Danke. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Tolles Gespräch. Also habe ich eine Axt auf dem Rücken, Mensch. Kein Schwert diesmal. Ich habe das Gefühl, dass mit der Axt irgendwie nicht so die Finisher ausgeführt werden, wie das mit dem Schwert der Fall ist. Irgendwie. Es scheint das weit weg zu sein, oder? Kann das sein? Ich bin in Ochsenfurt! Warum bin ich denn jetzt in Ochsenfurt? Ach ja, weil die Redanier da leben und sein Schiff da vor Anker ist. Ich hatte mich einfach von Novigrad nach Ochsenfurt geschickt. Okay, da ich damit nicht gerechnet habe, dass ich jetzt hier bin, werde ich jetzt hier die Schnellreise benutzen und mache dann einfach in der nächsten Folge weiter, dann geht das schneller einfach. So, hier habe ich ein Schild für die Schnellreise und werde das dann auch machen. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten hier. Man hat wieder Ciri gesehen und in der nächsten Folge geht's weiter. Dann beenden wir die Quest mit Hurensohn und dann mal schauen, ob ich hier in der Stadt erstmal alles abschließe, noch Merigold treffen muss und so weiter. Auf jeden Fall viel zu tun, freut mich. Also, danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge von The Witcher 3. Ciao, ciao.